Hey Leute, wie versprochen hier in meinem Video, der Weg, wie ich persönlich aufgehört rauchen. Das teile ich ganz gerne mit dir. Vielleicht mal wichtig, ich bin nicht irgendein Coach oder so, nein, es ist mein ganz persönlicher Weg, wie das ich aufgehört mit dem Schloten. Ich weiss, dass es eine ganz individuelle Geschichte ist, darum nimmt es nicht alles für bare Münzen, setz es nicht irgendwie eins zu eins so um. Du kannst es versuchen, vielleicht bringt es dir auch etwas, aber einfach wichtig zu wissen, jeder empfindet den Rauchstopp auch anders. Ich habe zweimal in meinem Leben aufgehört zu rauchen. Ich habe zweimal relativ viel geraucht, nämlich etwa ein Päckchen am Tag. Und es ist zweimal relativ easy gegangen, obwohl in den Zeiten, wo ich geschlotet habe, dachte, das ist das Schwierigste, in meinem Leben von dem Rauchen wegzukommen. Und ich habe es zweimal erlebt, dass es eben effektiv nicht so ist und relativ easy ist gegangen bei mir. Relativ easy. Und ich möchte euch genau sagen, wie das bei mir funktioniert hat. Also ich habe zweimal in meinem Leben geraucht. Zuerst so mit 18, etwa 9 Jahre lang. Und dann später nochmal. Dann, beim ersten Mal rauchen, ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Und das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Das war ein klarer Grund, warum. Und klar musste ich mich auch dort darauf vorbereiten. Das habe ich dann zumal auch gemacht. Aber eben, nur noch schnell. Dann hatte ich einen Grund, aufzuhören. Beim zweiten Mal rauchen, als ich jetzt vor ein paar Wochen die letzte Sigi geraucht habe, ich überhaupt keinen Grund mehr gehabt. Also bin ich nicht nochmal Papi geworden. Und auch noch nicht Grosspapi, weil ich schon fast weisse Haare habe. Nein, dort hatte ich keinen Grund gehabt. Darum schon mal vorweg. Es gibt immer, und jeder Raucher sagt das fast. Ja, irgendwann kommt der Grund. Ja, irgendwann, weisst du, jetzt bin ich noch jung. Irgendwann wird dein Vater oder Mutter. Oder irgendwann mache ich dann nicht mehr. Nein, es gibt nicht den perfekten Grund. Deine Suchtbirre wird dir ein Leben lang keinen Grund geben, aufhören zu rauchen. Da musst du das durchbrechen. Deine Sucht und durch das ein fehlgeleiteter Kopf, der dann sagt, Rauchen ist gut, Rauchen fängt, ich kann nicht ohne rauchen, bitte ohne rauchen, dann habe ich weniger Stress, etc. Das wird dir ein Leben lang vorgaukeln. Und das stimmt nicht. Da musst du durchbrechen und dann kommst du ans Ziel. Das verspreche ich dir. Oder nein, ich verspreche es nicht, sondern ich bin schon wie ein Coach, das wollte ich nicht. Aber ich habe es einmal geschafft. Also, vielleicht mal erstes Learning. Es braucht keinen triftigen Grund. Es gibt unzählige gute Gründe, aufhören zu rauchen. Beziehungsweise es gibt keinen einzigen Grund, warum wir rauchen. Es gibt es nicht. Aber nochmal, ich war genau gleich wie du. Ich habe mir 100-mal vorgelogen. Oh, es ist fein. Oh, es beruhigt mich. Nein, es ist alles eine Logik. Es ist einzig und allein die Sucht in der Birne. So, wie habe ich aufgehört zu rauchen? Ich habe einerseits das Buch «Endlich Nichtraucher» von Alan Carr gelesen. Es ist ein absoluter Bestseller seit Jahrzehnten. Hört auch mega viel auf damit rauchen, dass der hier blende ich dir gerne ein. Das ist das Buch. Dort habe ich mir so meine Essenz rausgenommen, die wichtigsten Sachen, die mir etwas gebracht haben. Und auf der anderen Seite habe ich mir Sachen angeschaut auf YouTube, wie es andere Leute geschafft haben. Ich habe mit Freunden, Bekannten, Verwandten geredet, wie sie den Weg gegangen sind, aufgehört haben, rauchen. Und so bin ich so zu einer Essenz gekommen, was mir wirklich etwas bringt und wie ich wirklich aufhöre rauchen. Und das möchte ich dir nicht vorenthalten. Also so vom Alan Carr, von dieser Seite, von «Endlich nicht rauchen», ist, glaube ich, das Wichtigste, was du dir musst bewusst werden, wenn du das noch nicht gemacht hast. Alle Logine, was dir deine Birne eben vorliegt, mit dem aufzuräumen. Du musst dir wirklich bewusst werden, dass Rauchen einzig und allein eine Nikotinsucht ist. All das Verlangen, das du hast. Wenn du sagst, man hat ja immer einen Grund zu rauchen. Oh, mein Magen ist so voll, ich brauche eine Verdauung. Oder, ich gehe jetzt raus mit den Leuten rauchen, es ist ein bisschen mehr Gesellschaft, oder sonst hätte ich ja gar keine Freunde mehr. Oder, ich bin so gestresst, der Chef hat mich gestresst, jetzt muss ich schnell einige rauchen. Oder, der Sonnenuntergang ist so schön, jetzt muss ich einige rauchen. Merkst du das? Es gibt keine Drogen auf der Welt, es gibt keine Substanz auf der Welt, wo dir in egal welcher Lebenssituation etwas bringt. Nein, das ist nicht so. Erwiesenermassen geht der Puls auf, wenn du eine schlotest. Erwiesenermassen schnürst du deinem Körper die Luft ab, der hat innerlich das Gefühl, du verreckst jetzt den. Erwiesenermassen pumpst du irgendwelche Giftstoffe rein. Also es ist unmöglich, dass der Sonnenuntergang schöner ist, wenn du eine Sigi schlotest. Es ist erwiesenermassen nicht so, dass deine Verdauung besser funktioniert, wenn du eine Sigi schlotest. Im Gegenteil. Und es beruhigt dich auch nicht, es stresst den Körper nur. Aber, weil du süchtig bist, oder weil wir süchtig waren, lügt dir, weil der Körper diesen Stoff braucht. Schon wird du nervös. Oder wird nervös? Nach etwa 45 Minuten ist der Nikotinpegel von der Sigi dunkel. Dann musst du den wieder aufpushen. Okay? Und dann fängt an, der Körper bzw. der Geist ist erfinderisch. Dann sagt er, ja, jetzt rauche ich.
Und der Grund findet ihr. Eben, vielleicht ist der Sonnenuntergang und vielleicht musst du nach dem Scheissen, eine rauchen, was auch immer, irgendetwas findet dein Körper. Also, fang dort an, jetzt in der Phase, wo du noch rauchst, deine Gedanken zu beobachten. Los mal! Keine gang darauf rein. Beziehungsweise kannst du gerne noch darauf reingehen, die nächsten paar Tage und Wochen. Ich weiss, es beruhigt dich, wenn ich dir sage, musst du noch nicht aufhören zu rauchen. Gell? Du darfst mal beobachten. Ja, und bist du dort auch bewusst, okay, dass ich meine Gedanken, die jetzt gerade infiziert sind, sage ich jetzt mal, von der Sucht, die mich leiden, die geleitete Gedanken sind, irgendwie nicht so, und hinten dran irgendwo das Nikotinmonster, und über das redet der Alan Carr in seinem Buch, das Nikotinmonster, wo die Gedanken quasi so hier dir herschießt. So, nimm den Gedanken, rauch einen. Mir hat das noch etwas gebracht. Also auf der einen Seite, so wie ein Nikotinmonster, also siehst du auch Sucht aus, dieses Nikotinmonster, stell dir selber irgendwie vor, in deiner Birne hast, wo dich immer wieder dazu verleitet, dass du eine Sigi rauchst. Nochmal, wo dich früher killt, wo dir mega viel Franken aus dem Portemonnaie zieht, wo dich auch gesellschaftlich ächtet, das hat mich doch auch angeschissen. Jedes Mal irgendwie von meiner Partnerin, wo mir in Hure da ist gelegen, mich Hure genervt hat diesbezüglich, müssen verstecken. Ich kann noch eine Sigi rauchen. Oder ich bin mit meinen Kids irgendwo unterwegs oder wir haben einen schönen Abend, essen etwas Fans. Und in meiner Birne habe ich fast ununterbrochen das Scheiss-Ding. Und ich sage, ganz ehrlich, rauchen, gell? Du musst dir gleich mal überlegen, du musst dir noch überlegen, du musst dir noch hinter die Tür raus, gell? Sonst sehe ich dich dann noch. Es pisst mich an! Es ist keine Freiheit. Wenn du jemand bist, viele rauchen sie doch die. Hey, ich denke noch die Marlboro-Werbung von früher auf dem Rosso. Ich bin so frei, hier, die Prärie, Ritti, rauchen eine Sigi. Du bist nicht frei. Du bist eine verdammte Geisel, wenn du rauchst. Und das hat mich angeschissen. Und das meine ich jetzt von eben, es braucht nicht immer einen triftigen Grund. Das allein ist für mich ein Grund. Obwohl ich noch sagen könnte, die Gesundheit kommt dazu und eben die gesellschaftliche Ächtung und das Geld und noch viel, viel mehr. Du stinkst. Es gibt so viele Gründe. Also es gibt eben, wie gesagt, keinen Grund, nicht zu rauchen. Also der Grund gibt es nie den Perfekt oder beziehungsweise es gibt keinen Grund zu rauchen. Merkt ihr das? Du deine Gedanken beobachten. Das war so eine Vorbereitung von mir. Ich habe auch gelernt, andere Raucher zu beobachten. Da siehst du nämlich genauso wie die so im Film ihre Sigis runterrauchen. Und du merkst, hey, die geniessen das nicht. Beobachte andere Raucher, du siehst, die geniessen das nicht. Meistens noch am Handy. Warum? Also ich habe mich immer abgelenkt beim Rauchen. Weil die eben unbewusst sind. Und das ist das zweite Herz, das in dir schlägt. Das gesundheitliebende Herz, das in dir schlägt, dir immer sagt, hey, wenn du dich da darauf konzentrieren willst, du gar nicht so viel rauchen, weil du weißt, das ist ein Scheissdreck, das ist nicht gut, Mann. Nachher, auf was kannst du dich auch noch ein bisschen vorbereiten? Du kannst dich ja vorbereiten, dass mega viele Rauchmomente gekoppelt sind an Gewohnheiten. Man sagt ja schnell mal, Rauch ist eine Gewohnheit. Ja, nein, du tust einfach mit vielen Gewohnheiten von dir koppeln. Das heisst, am Morgen, ich sage etwas, ich weiß nicht, wie der Tagesablauf aussieht, ich rauche die erste Sigi im Auto. Oder wenn ich zum Auto laufe. Oder wenn ich ins Kaffee rausgelage, gehe ich auf den Balkon rauche eine. Oder dann auf der Bühne, ja, in 9 Pause, Computer abstellen, raus eine rauchen. Oder ich warte auf den Bus, immer klar, eine Sigi. Oder nach dem Essen, ein Muss, Zigarette. Es gibt auch hunderte Momente, wo du hast geraucht. Hunderte Momente, wo du hast geraucht, wo du gekoppelt hast. Und das wird dir in der Entwöhnungsphase ein bisschen Mühe machen, beziehungsweise du merkst auch dann wieder, da kommen Gedanken. Fast Automatismen. Also ich habe immer geraucht, zum Beispiel, wenn ich raus mit dem Hund bin am Morgen. Immer eine Sigi geraucht. Ich bin am Anfang mit dem Hund raus, jetzt mal, ich tue ja gar nicht mehr. Ein paar Sekunden später, ich tue gar gewöhn dich, gang in die Momente rein, in die alltäglichen Sachen, mach es gleich noch. Also diese Sachen musst du ja mit dem Auto auf die Bühne oder auf den Bus warten. Und mach es ganz bewusst. Nimmst dann ein paar tiefe Atemzüge, liest vielleicht anstatt Zigi rauchst ein Buch, das du gerne hast, schreibst mit ein WhatsApp mit deinen Liebsten, schaust deine schönsten Fotos von der Ferien, was auch immer. Koppel die Tagesaktivitäten, die du dazu geschlotet hast, mit etwas anderem. So habe ich mich ungefähr darauf vorbereitet. Ich wusste, diese Sachen kommen auf mich zu. Und dann gibt es noch den wichtigsten Punkt, wo du dich musst im Klaren sein, bevor du aufhörst zu rauchen. Und zwar, das habe ich mir so gesagt, es ist meine allerletzte Sigi. Es komme, was wolle. Das ist wichtig. Mach ein Commitment.
du bist dir 100% bewusst. Das klingt jetzt, wenn du Raucher bist, ich weiss noch so, aber glaub mir, es bringt dir etwas. Es bringt dir etwas. Weil, ich habe meine letzte Siege ausgedrückt, ich habe mir dann das Commitment für meinen Körper abgegeben, ich habe gesagt, meinem Körper, ich habe mich entschuldigt bei meinem Körper, es tut mir leid, habe ich dich so geiselt in den letzten Jahren. Es tut mir ganz fest leid, ich habe das mit der Innigkeit, mit der Liebe gegenüber meinem Körper auch gesagt. Ich habe die letzte Siege ausgedrückt und gesagt, weißt du, egal was jetzt kommt, für dich hier, für meinen Körper, für meinen Geist, für meine Seele, für mein Leben, ich nehme jetzt, was kommt. Und mit dieser Power musst du dahinter. Und dann kannst du mit diesen Sachen anfangen zu arbeiten. Denk an das Nikotinmonster, jetzt kommt es wieder, schon nach ein paar Stunden. Nehme Siege, nicht Siege, das ist natürlich schon. Fick dich, ernst, fick dich. Nein, ich nehme jetzt keine Siege. Nein, hier, oh, jetzt bin ich ein bisschen nervös, meine Hände sind vielleicht. Ich möchte sie. Nein, ich nehme jetzt keine Siege. Mach weiter in deinem Leben. Mach weiter, mach das, was du gerade gemacht hast. Oder sonst lenke ich dich ein bisschen ab in den ersten drei Tagen. Ich bin am Samstagabend die letzte geraucht. Ich habe dann durch den Tag durch noch etwas mehr geraucht als sonst. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Aber bei mir ist es dann, am nächsten Tag, am Morgen, wie gar keine Lust, wenn ich zu viel geraucht habe. Darum hat mir das so über die erste Stunde etwas gebracht. Und dann ist am Nachmittag sicher mal so das erste Mal gekommen und dachte, hey, jetzt ein Siege. Und die ersten zwei Tage, die sind effektiv noch heavy. Also es ist wirklich so ein Hirnfick. Also dein Hirn, wirklich so in der ersten, ich rede von den 48 Stunden, vielleicht 72 Stunden, da musst du schnell durchbeissen. Das ist eben genau, es kommt was will, das ist mir scheißegal, ich fighte mich hier durch. Und es sind Gedanken gekommen, auch stellenweise im 5-Sekunden-Takt. Hey, jetzt rauche Siege. Jetzt rauchst du wirklich nie mehr wieder. Schaffst du das wirklich? Rauchen Siege. Was? Jetzt rauchst du noch nicht? Du hast schon 12 Stunden nicht geraucht. Einfach immer die Thematik. Es war nicht immer so, gang in den Rauch, sondern einfach ein ewiges Glier. Gang in den Sturm rein. Beobachte das. Okay. Ich bin dann ein bisschen abgeholt. Ich habe dann die Elektroscooter entdeckt. Da die Trotte. Dann bin ich aber eine Runde fahren. Ich musste so etwas machen. Müssen. Vielleicht musst du joggen in den ersten drei Tagen. Vielleicht musst du viel Sex haben. Vielleicht musst du deine liebsten Horrorfilme schauen. Oder vielleicht nicht zu viel stressige Filme, egal was. Mach dir dein Ding. Bist dir bewusst, die ersten drei Tage, die können ein bisschen. Aber nochmal, Gedanken an sich tun nicht weh. Es ist kein körperlicher Schmerz, den du empfindest. Keine Sekunde. Es ist höchstens ein unangenehmes Gefühl. Ich habe das Gefühl so von einem Hungergefühl. Das hast du die ganze Zeit. Aber bist dir bewusst, hey, du bist dann frei. Sieh den grossen blauen Himmel am Ende dieses Tunnels. Der grossen blauen Himmel frei. Hey, du bist nicht geiselt. Du musst den Scheiß nicht jeden Morgen in dich reinziehen. Den Dreck, das Geld, den Pain in the ass in der Gesellschaft. Du hast fast nie mehr Möglichkeiten zu rauchen. Oder in die Ferien hast du Angst, nein, ich muss einen Langstreckenflug gehen. Es ist ein hoher Scheiß. Es gibt 100'000 geilere Genussmittel, die gesund sind. Der Alan Carr hat es auch mal so gesehen, so cool, er liebt auch Hummer. Für alle Fakes finden es vielleicht nicht so gut, aber er hat gerne Hummer, aber wegen dem frisst er nicht 20 Hummer am Tag. Oder? Und jeden Tag wieder. Sondern Genuss. Genuss ist nicht Rauchen, Rauchen wird nie Genuss sein. Und nach dieser Zeit, nach den ersten drei Tagen, wird es massiv besser. Also ich so dahin, ich darf glaube nicht zu viel Fluchworte sagen da bei YouTube, aber einfach das ewige daran denken, das nimmt nach dies nach ab. Das wird weniger. Vielleicht sind es bei dir 5 Tage, vielleicht ist es bei dir eine Woche. Das kann schon sein. Aber mach dann gerne etwas anderes. Geh in den Wald, geh joggen. Und bist einfach ein bisschen bereit zu fighten gegen das. Lass dir doch nicht alles. Wenn irgendwie so ein Kollege dir angeboten würde, die Tore sagen, so, jetzt nimm die Heere in deine Lunge und zahl noch viel Geld. Komm schon wieder, auch halb schon mit. Nimm jetzt bitte, oh, das Bier ist noch viel besser mit der Sigilf. Nimm noch. Du würdest dann schon lange sagen, hau ab. Und jetzt machst du das so. Jetzt nochmal, zusammengefasst. A. Vorbereitung. Bist du bewusst, dass du nur rauchst, weil du süchtig bist? Und sag dir das nicht einfach so. Beobachte deine Gedanken, beobachte dein Verhalten, beobachte, wie viele unzähligen Momente du einmal schlottest. Beobachte, wie viel du dich davon ablenkst, dass du schlottest, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Beobachte aber auch das schlechte Gewissen gleichzeitig, oder beim Sigi-Rauchen eigentlich ein ungutes Gefühl gibt. Mach das.
bist du schon vorher bewusst, welche Momente kommen auf mich zu, wie auf einen Bus warten, Autofahren sind gerochen und was könnte ich in diesem Moment besser machen? Bist du an dem letzten Tag, beziehungsweise bei der letzten Sigi, zu 100% bewusst, es ist die letzte Sigi von meinem Leben und sag dir, es kommt, was will, es ist mir scheißegal. Ich höre auf mit dieser Sescherei. Zieh ein paar Tage durch, geh durch den Sturm durch. Der Sturm lichtet sich, es kommt Helligkeit, es kommt Freiheit. Es kommt ein Durchschnaufen. Und ich sage euch eins, nach spätestens 10 Tagen schon, habe ich viel, wenn ich fast nicht mehr an Sigis gerochen. Jetzt sind 8 Wochen durch, ich denke praktisch nie mehr an Sigi. Manchmal gibt es so ein bisschen das Hungergefühl, das ganz feine Hungergefühl. Aber hey, die Freiheit, wenn ich denke, Alter, wie manchmal in schöne Momente habe kaputt gemacht, wie schnell ich musste schlafen. Mit den Kindern am Kochen war schön, das Gemüse gehäckelt, vorbereitet. Ich komme wieder weg. Der Papi wieder weg. Hey, glaubt es mir. So, das war jetzt sehr allgemein. Es ist ein langes Video. Wir können gerne noch in Detail gehen, ich helfe wirklich gerne, weil ich weiss, es ist ein Scheissdreck und ich weiss, es ist eklig, wenn man drin steckt. Ihr könnt hier, und wir machen das einfach auf dem YouTube-Kanal bei mir, hier Kommentare reinschreiben, wenn ihr spezifische Fragen habt. Ihr könnt auch Sachen reinschreiben, wenn euch so etwas geholfen hat, wenn ihr es irgendwie geschafft habt, könnt ihr auch via Insta oder Facebook schreiben, das sicher auch. Aber vielleicht, dass wir hier so ein bisschen die Community sind. Wir machen sicher auch so eine eigene Playlist für das Nichtraucher-Ding, wo wir dann auch ein bisschen spezifisch auf Sachen können, darauf eingehen können. Wie zum Beispiel während dem Alkohol. Das haben viele Angst, dass das mega schwierig ist, dass man dann nicht raucht. Ich habe nach einer Woche zuerst mal wieder Bier getrunken und es war kein Problem. Und vorher habe ich auch gedacht, das ist unmöglich. Weil wenn man Alkohol hat, habe ich immer wahnsinnig Lust auf Zigaretten. Da können wir mal ganz in sich geschlossen auch noch ein Video machen. Schreibt da rein, wie es euch gedünkt hat. Daumen rauf! Müsst ihr nicht. Wieder weit. Und ob es euch etwas gebracht hat und über was ich dann noch so ein bisschen so informieren, wie es bei mir ganz persönlich gelaufen ist. Merci für's Zuschauen und viel Glück beim Aufhören.